Du öffnest den Käfig, die ganze vordere Seite, und der Hopp geht raus mit diesem seltsam hüpfelnden Gang. Er schüttelt sich. Das seht ihr von drinnen auch, wenn ihr beim Fenster rausschaut oder so. Dann schaut er sich um. Dann bleibt sein Blick bei dir haften. Du siehst, wie sich seine Augen verengen. Und dann springt er dich an. Wir sind hier. Der Noris, der Yasi, der Flippo, ich, der Jan. Winkt, sieht man nicht, wäre keine Kamera. Und wir sind im Herrenhaus. Kein Nebel, kein Sumpf, aber Nordir. Und geschnittene Büsche nach Tieren. Geschnittene Büsche nach Tieren. Alles da. Wir haben alles, was man für eine gute Kampagne braucht. Nebel vorm Herrenhaus. Nebel vorm Herrenhaus, das war das Letzte, was du so gesehen hast. Gehst du nach? Nein, bist du nicht, oder? Wer steht vor dem Fenster? Wir alle drei, oder? Nein. Nur du. Wir sind brav am Schlummern. Ich. Wir schlummern. Aha, sie schiebt gerade Wache und sieht das. Mhm. Ich bin eine Geheimnisträgerin. Aber ich vertraue ihm voll und ganz. Inside Natural One. Stimmt. Ja, er verschwindet im Nebel, mit dem Nebel. Man hört auch die Schritte im Kies nicht mehr. All das wird verschluckt. Du hörst das leise oder nicht so leise Schnarchen von Olaf und Leif. Ja. Ich überlege gerade, ob der Leif schnarcht. Bis sich die Balken biegen. Ich weiß nicht. Naja, wir werden es herausfinden. Ja. Was tust du? Tust du irgendwas mit dieser Information oder nicht? Oder? Was sie? Also er ist verschwunden draußen. Weg, ja. Du siehst nur Nebel. Nebel in der Dunkelheit, ja. Oder sie schmachtet einfach nur. Ich hätte ihn schon haben können. Ich gehe nach unten und schau aber, also ich möchte die Tür öffnen und nur mal rausschauen. Ihr seid und ebenerdig. Hören. Ihr seid ebenerdig. Das heißt, du musst eigentlich nur nach vorgehen, aber du kannst die Treppen runtergehen zum Kies, wenn du willst. Die Tür kannst du normal öffnen. Also ich möchte nur vor die Tür gehen, nicht in den Nebel rein, aber mal, um vielleicht mehr zu erkennen. Ja. Und auch es ist, mal um zu lauschen. Du siehst im Dunkeln recht gut. Das Problem in dem Fall ist tatsächlich der Nebel, nicht so die Dunkelheit. Mach einen Wahrnehmenwurf. Super Nachtwache, haben wir, lass die Tür offen. Wir schlafen da. 13. Normale Nachtgeräusche, die du wahrnimmst. Irgendwo quaken Frösche, wahrscheinlich unten dort beim Teich, wo ihr über die Brücke drüber gegangen seid. Okay, dann würde ich hinter mir wieder die Tür schließen, die nächste Wache aufwecken. Ich weiß nicht, wer die nächste Wache hat. Und mich einfach mal ins Bett legen. Ich gebe euch noch nicht Bescheid. Keine komischen Geräusche. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt zu Nebel geworden ist oder verschwunden ist. Das sind die Scissor Sisters. du, Wache, oder was? Mhm. Es passiert nichts. Du kannst etwas machen, wenn du willst. Du kannst nur Wache stehen.
Du kannst... Und ich sag dir, weil du Wache bist noch, dass ich Prano gesehen habe, wie er das Haus verlassen hat. Das sage ich dir noch. Dann, ja, würde man ihn live beobachten. Der live steht einfach mit hängenden Armen. Nein. Man sieht aus beim Zimmer nicht, steht man nicht raus, gell? Sie musste am Gang gehen. Wenn du die ich Türe habe was öffnest, gehört, glaube ich. Könntest du raussehen, aber nicht weit halt, ne? Bis zur Rand des Ganges. Wo hat sie? Sie hat doch am Gang ein Fenster, aus einem Fenster. Ja. Genau. Ja, da kannst du, wenn du die Vorhänge komplett weg, das sind schwere so Brokatvorhänge davor, die kannst du natürlich wegschieben und könntest du vom Zimmer schon rausschauen, ja? Ja. Ja. Genau das, was ich tue. Ja. Rat! Ja. Gut. Dann ja. Stehe ich dort und schaue aus. Ja. Und du beobachtest die Holzmaserung des Fensterbretts. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich mein Blick das eine oder andere Mal auf den Mittelbalken gleiten. Ja, wahrscheinlich. Vor allem, weil, wie gesagt, das Haus ist halt uralt und schwer reparaturbedürftig. Das Holz wurde ganz sicher nicht gebeizt und instand gehalten, auch bei den Fenstern nicht und so. Aber ja, es wird eine langweilige Wache werden. Du wirst dort stehen. Oder? Ja. Ein Fingernagel hat seinen Weg gefunden zu einer schon angemorschten Stelle, um ein bisschen anzutesten, mal nur so ein bisschen, wie weit das jetzt wirklich schon morsch ist. Und sehr, sehr morsch. Ja, man müsste das weiter testen. Eine schöne Beschäftigung. Ja. Irgendwann hast du das Gefühl, genug Zeit ist vergangen für dein Wachrad und du kannst den Olaf wecken, wenn dir danach ist. Ja. Olaf Olafsson, du musst deine Wache antreten. Ja, ich bin wach. Und dann würde ich so, wenn du dich schieben lässt, so mehr oder weniger mit dir aufnehmen. Wer du mich zurückschiebst, sage ich, der mittlere Fensterbalken ist morsch. Gut. Ich zeige auf den Boden, das ist ein Haufen Holzspäne. Ja, ich sehe, du hast dich gut unterhalten während deiner Wache. Irgendwas sonst Auffälliges gesehen? Nein. Elif schläft? Ja. Okay, ich will mich dann anziehen, die Axt nehmen, dir auf die Schulter klopfen und lediglich schau, dass du ein Auge zukriegst und dich ausruhst. Wir brauchen, glaube ich, jegliche Energie, um die Kohlgrütter möglichst schnell aus dem Sumpf zu bekommen. Ich möchte morgen zurückgehen und das Schiff holen. Wie? Mit dem großen Rind. Darüber reden wir noch. Dann würde ich aus dem Raum hinausgehen und ziemlich konzentriert mich wachhalten und wahrscheinlich mich mit der Instandhaltung der Bewaffnung und der Schärfe beschäftigen des Nachtzügers. Also lege ich im ruhigen Raum und Gang hört man hier und da ein, wenn der Schleifstein über die Kante fährt, dann mal ein Spucken, ein kurzes drüber reiben. Ja, die hat das verdient. Die Dinge, die da noch draufkleben von eurem Encounter im Sumpf, sind unangenehm. Ja, ja, aber auch sonst vergeht diese Wache ohne dramatische Zwischenfälle, außer dass du kurz bevor du schlafen gehst, hörst du Schritte am Kies. Du siehst allerdings im Dunkeln nichts, wenig bis gar nichts. Aber du hast das Gefühl, du hörst Schritte, die sich nähern. Schnell, aber nicht laufend, sondern nicht zu schnell. Jemand kommt einen schnellen Schrittes. Dann hörst du die Eingangstür. Wie sie zugeht. Wenn ich es zeitlich schaffe, würde ich sogar mehr oder weniger den Gang entlang gehen und dann bei der Eingangstür schauen, wer reinkommt. Du siehst wahrscheinlich, wenn du von dort, wo du gewesen bist, dorthin gehst, siehst du gerade noch bei den Treppen
dass es Branor ist, der die Treppen nach oben geht. Alles klar, dann würde ich lediglich wieder zurückmarschieren. Macht noch irgendwer von uns die Wache? Ist der Tageszyklus zu Ende? Ja. Ist Tagwache? Du hast das Gefühl, bald müsste die Sonne aufgehen, ja. Alles klar. Dann würde ich zurück ins Zimmer und mit so einem freundschaftlichen Tritt, könnte man was sagen, so einen leichten in die Seite geben und zu dir runterschauen. Live! Es ist soweit. Aufstehen. Gepennt. Reagiert gar nicht. Dann wird die Axt zur Seite gelegt, mich kurz hingehend kniet und so richtig. Bleib! Aufstehen! Gut. Ich bin schon wach. Ich bin wach. Ich würde dann so einen prüfenden Blick rüberschauen. Ist da etwas passiert? Nein. Tagwache ist. Aufstehen. Wir müssen schauen, wie wir die Kolkrüter rausbekommen. Der Herr des Hauses ist gerade wieder hereinmarschiert. Der Herr des Hauses ist doch Anfang der Nacht hinausmarschiert. Ja, und er ist gerade hereingekommen. Und im Nebel verschwunden oder zu Nebel geworden. Ich bin mir nicht sicher. Was? Ich habe ihn bei meiner Wache gehört und dann gesehen. Ich habe die Tür gehört, Schritte am Kies, bin dann zum Fenster gegangen und habe ihn im Nebel verschwinden sehen. Wortwörtlich. Das tun Menschen, wenn sie in den Nebel gehen, man sieht sie dann einfach nicht mehr. Ja, vielleicht ist es das, vielleicht aber auch nicht. Aber ich habe nach irgendwelchen komischen Geräuschen gehört, habe nichts gehört. Könnte es sein, dass manches Getier, das sich in den Sümpfen herumtreibt, kein Zufall ist? Tiere, die sich im Sumpf herumtreiben, kein Zufall? Mhm. Eventuelle Untote, die wir schon getroffen haben. Ah. Die Rastlosen. Der Life fängt jetzt an, einfach sein Zeug komplett einzupacken. Aber vielleicht schnürt den Ranzen. Will uns Branor auch so hier beschützen vor diesen Wesen während der Nacht. Wir wissen es nicht. Fragen wir ihn einfach. Ich meine, wieder schlafen? Er war die ganze Nacht weg. Finden wir es heraus? Alles klar, dann packen wir unser Zeug zusammen und machen uns Aufbruch bereit. Und so würde man jetzt in Olaf sehen, wir ähnliches wie du, fast präzise, alles schön verstaut, Schild auf dem Rücken, Axt Schultern und einfach im Türrahmen angelehnt stehen und den Gang hinunterschauen und auf euch warten, bis ihr ready seid. Der Live macht währenddessen irgendwann das Fenster auf, schaut dann so raus. Es ist nicht mehr ganz dunkel, es ist noch nicht wirklich sehr hell, der Morgen würde grauen. Könnte man sagen, ein bisschen getrübt vom noch immer allgegenwärtig seienden Nebel, der in Fetzen jetzt dahin treibt. Es ist nicht sehr windig, aber es regnet zumindest nicht. Es könnte schlimmer sein. Ja, nachdem er rausgeschaut hat, dreht sich der Live zu dir um. Elif, wo würdest du ein riesiges Rind aufbewahren? Er schaut wieder aus dem Fenster raus. In einem Stall? Gibt es hier einen Stall? Er hat gesagt, er hat Zugang zu einem Hirtenstab. Aber nicht, dass er das Rind hat. Dann ist das Rind woanders? Ich glaube schon. Aber ich schaue mich mal um. Sehe ich irgendetwas, was aussieht wie ein Stall? Dort oben siehst du außerdem. Oder eine Weide. Weide siehst du weit und breit keine. Das Einzige, was du siehst, ist dieser Kiesweg, der sich im Nebel verliert. Und jetzt so, wo der Morgen graut und du siehst ja im Dunkeln eigentlich relativ gut, scheinst du dieses Gazebo zu sehen, das da unten bei dem Teich, über den Teich, bei der Brücke ist. Das erkennst du auch so im Umriss. Aber das da würde auch kein, also ein riesiges Rind,
musst dir eher vorstellen, das Ganze schaut wie ein Anwesen aus. Jetzt nicht mit Weiden und so. Aber der Nebel hat sich gelichtet. Der Nebel ist nicht mehr so dicht zumindest, ja. Er ist noch vorhanden, aber nicht so dicht, dass man nur mehr... Was ist ein Gazebo? Das ist eine Art... Wie könnte man sagen? Das sind so achteckige oder mehreckige kleine Gebäude, wo man manchmal sieht, wo Musiker drin sitzen, wenn sie im Garten ein Salettl. Würde man in Österreich sehen. Ja. Ein sich Liebende treffen ja. In Historien. Genau. Aber Gazebo ist ein schöneres Wort, finde ich. Ich habe nie gehört. Okay. Ja, ein Pavillon, genau. Und. Ja, ihr habt eure Ranzen schnell gepackt, eure Güter eingepackt. Haben wir Futter für, wie heißt er, Hopp? Ihr habt noch kein Futter für, ja, ein bisschen was werdet ihr gekriegt haben, um ihn zu füttern. Aber der Hopp steht im Nebenzimmer, der wurde irgendwo anders hingebracht aufgrund deiner Aussage. Aber dann würde ich nur mal in die Runde werfen, wenn wir den ganzen Tag unterwegs sein sollten. Sollten wir uns auch darum kümmern, was mit Hopp passiert. Er kommt mit. Er war gestern nicht so gesellschaftsfähig. Ah, den kriegen wir schon. Okay. Den Käfig rausbringen, ihn freilassen und ihn klar machen, dass er entweder mit uns mitkommt oder da draußen im Sumpf elendig verrecken wird. In dieser Reihenfolge? Irgendwie so. Okay. Überlasse das dir. Ein gutes Verhältnis aufgebaut das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Wir respektieren einander. Okay. Dann packen wir auch Hopp ein. Ja. Frühstück. Wo ist der Hopp? Das ist die Frage. Gab es eine Verbindungstür zu dem nächsten Raum? Nein. Aber ihr könnt rausgehen. Ja, dann gehe ich raus am Gang. Ja. Ich habe meinen Rucksack schon, ich habe alles schon an. Ich bin komplett marschbereit. Geh rüber und mach die nächste Tür auf. Mhm. Da siehst du, wie sich gerade der Bulo seine Kniebundhosen zumacht mit dem Seil und sich umdreht. Live, hallo, morgen. Guten Morgen, Bulo. Ich schaue jetzt im Raum herum. Ja. Wo ist das Tier? Frösche sind im Teich. Hopp. Hopp, bitte hopp. Er schaut die Frage. Ich geh einfach weiter. Ja, in den Raum. Dieser Raum ist sehr kindlich eingerichtet. Du siehst Püppchen hängen herum, geflochtene aus Weiden und unzählige kleine Geschichten, die er gesammelt hat im Wald oder im Sumpf, die ihm gefallen. Kannst du alles Mögliche vorstellen. Es steht alles dort im Zimmer herum. Es ist aber nicht chaotisch oder so. Es hat alles sein Plätzchen da drinnen. Ja? Hast du das Gefühl? Und er schaut, wenn du reingehst, schaut er dich an, aber er lässt dich durchaus reingehen. Aber der Raum ist nicht so groß, als dass du diesen doch relativ großen Käfig vom Hopp nicht sehen könntest, wenn er da drin wäre. Dann drehe ich mich um, gehe raus und sage ihm rausgehen, du musst die Weidenpüppchen einölen, sonst brechen sie in spätestens ein. Ja. Danke. Geh in die nächste Tür. Ja. Das ist die... Du wirst noch zwei weitere Türen und dann kommst du aber schon quasi zu der Türe, die ihr halb tot geschlagen habt. Also der Abgang. Der Abgang, ja. Die anderen beiden Räume sind mehr oder weniger leer, schauen aber so aus wie das Zimmer, das ihr habt und das Zimmer, das der Pulo hat, nur komplett leer geräumt. Ich halte mal kurz wirklich am Gang inne, weil runtergehen tue ich nicht. Ja. Und höre, ob ich den Hopp irgendwo wahrnehmen kann. Mach einen Wahrnehmenwurf. Na, Moment bitte. Perzeption. Ja, ich hab's gehabt. Bitte. 14. Wenn du lauscht, dann meinst du irgendein Kratzen zu vernehmen, das tatsächlich von dem Keller kommt, wo ihr die Tür halb aufgeschlagen habt. Ist es dunkel, der Abgang?
Natürlich. Komplett? Naja, komplett. Voilà. So, wie es halt in der Früh am Morgen ist. Okay. Also, wenn du siehst schon ein paar, ja. Du siehst ja im Dunkeln ein bisschen. Dann gehe ich da runter. Ja, dann kommst du in etwa so weit, wie ihr gestern gekommen seid, in diesen Kellerraum. Und dort steht eigentlich mittendrin dieser Käfig, der so abgehangen ist mit einer Decke. Wie schwer ist der? Kann ich den, da blase ich den? Ja, da bläst du natürlich, aber der hat schon mit dem Viech drinnen, würdest du schon sagen, 25 Kilo wird er schon haben. 25, 30 Kilo. Naja, okay. Dann ich nehme mit dem Stoff, greife ich von oben hinein in, ja. Einfach und nehme eine Strebe, ja. Und dann zahle ich ihn über den Boden. Ja. Und zahle ihn. Hörst du vom Dreh? Bang, 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 bang. Einfach die Stiegen rauf. Ja. Ja, ja. Ja, du hörst, drinnen regt sich etwas furchtbar auf dabei, aber ja, es ist wie es ist. Ja, und wenn ich oben ankomme, ja, das hört sie natürlich dann. Vor unserer Türe. Ah, wie ich sehe, hast du unseren tierischen Freund entdeckt, gefunden. Ja. Wie geht's ihm denn? Lebt er? Ich weiß nicht. Ja. Okay. So wie er schreit, lebt er. Dann bringe ich mal nach draußen und schau, ob er denn versteht, was ich ihm zu sagen habe. Und wird dann einfach das Ding packen und vor die Tür gehen, draußen in den Kies setzen. Ja. Den Stofffetzen runter. Ja. Er hängt schon am Gatter und versucht, dass die also Gitter steht. Also ich stehe bei dem Fenster und schaue immer mal zu. Ja. Ich würde mich so richtig anspannen und vor allem aufbauen und anschauen und gedanklich versuchen, ihm diese Message zu überliefern. Junge, entweder du kommst mit uns mit und fügst dich und du wirst reichlich zu fressen kriegen, oder du rennst jetzt dort alleine raus und wirst elendig verrecken. Das würde ich ihm versuchen, irgendwie durch den Blick zu vermitteln. Ja, ja, ja. Das. Na bitte. Und was tust du dann? Je nachdem auf seine Reaktion warten, aber... Er versucht enthusiastisch diesen Käfig aufzubeißen. Dann würde ich den Käfig danach aufmachen. Okay. Ja, mach einen Animal Handling Check, bitteschön. Nachdem er über die Treppen raufgepoltert worden ist mit Disadvantage, mit Nachteil, also zweimal und das Schlechtere. Die Laune ist nicht so gut. Eine 2. Eine 2? Hast du nichts auf Animal Handling, oder was? Nein. Gut. Du öffnest den Käfig, die ganze vordere Seite, und der Hopp geht raus mit diesem seltsam hüpfelnden Gang. Er schüttelt sich. Das seht ihr von drinnen auch, wenn ihr beim Fenster rausschaut oder so. Dann schaut er sich um. Dann bleibt sein Blick bei dir haften. Du siehst, wie sich seine Augen verengen. Und dann springt er dich an. Und verbeißt sich in deinem Bein. Bein. Ja, verbeißt sich einfach in deinem Bein. Hängt da dran, ja, hängt an deinem Stiefeln, beginnt ganz, und du merkst langsam, ja, der hat dich gepackt, und ganz langsam merkst du, wie seine Zähne durch dieses fette Leder durchgehen. Ja, also, und du hast das Gefühl, denn seine Beißkraft lässt jetzt nicht nach. Wie schnell bin ich unten? Normal los. Ich laufe. Gehe. Wie schnell bin ich unten? Ja, in keiner Zeit eigentlich. Ja. Was magst du denn tun? Ich würde einfach instinktiv halber versuchen, eben am Krawattel zu packen, ja. Und einfach nur wach zu rütteln. Mach das, dann bist du auch schon draußen, ja, weil du stehst quasi im Fenster und schaust dir das an. Ja, geht schon. Mach einen Angriff. Pack ihm am Krawattel. Eine 6. Okay. Ja, du packst ihn und nimmst ihn und merkst, der lässt nicht los. Und der Druck wird immer größer und immer größer und immer größer. Und ich dann bist du Treppen runter, Tür auf, Treppen runter. Du hörst Schritte am Kies. Mhm. Ja.
Ich würde die Decke nehmen, sie mal über das Tier schmeißen, weil oft beruhigt ja Dunkelheit Tiere, hoffe ich zumindest mal. Ja. Und würde dann in so einer Sing-Sang-Stimme mal probieren, das Tier zu beruhigen. Okay. Und ihm irgendwas erzählen von wegen so, dass er ganz Schlimmes erlebt hat, dass er jetzt bei uns ist und dass der Olaf nicht böse ist, dass er ihm bitte nicht so wehtun soll und dass wir uns gegenseitig um ihn kümmern können, also er sich um uns kümmern könnte und wir um ihn, aber er soll nicht bitte jetzt den Olaf zerbeißen. Gut. Die Decke gefällt mir gut, kein Disadvantage, okay. Aber Animal Handling bitte trotzdem. Ja. Schauen wir mal. 5. Ja, die Decke, wie ein Derwisch beginnt. Du beginnst irgendwann einmal automatisch mit deinem Bein. Du versuchst halt, das Ding loszuwerden. Ja, du merkst... Bringt nichts. Schau mal. Du siehst, wie von die Decke erst drüber kaut und siehst, wie ein Teil, wie so Krallen durch die Decke durchkommen und dann so... quasi die Decke einfach mal aufreißen. Der Leib, du auch was tun? Nein, der Leib steht so mit den Händen auf den Trägern und schaut sich das einfach an. Dann merkt, dass der Hopp immer fester zubeißt, würde ich einfach die Faust ballen und sagen, aus! Und anfangen auf das Tier draufzuschlagen. Ja. Mach nochmal Animal Handling, diesmal nicht mit Nachteil. Ich bin kein großer Fan von Tieren. Eine 17. Eine 17. Wenn du das machst, dann während du zuschlägst, erinnerst du dich. Auch der Gulo Guloson hatte so eine Art, mit ihm umzugehen. Die war auch nicht liebevoll, aber offensichtlich hat er es gebraucht. Weil in dem Moment, wo du draufhaust auf das Ding und du hast das Gefühl, du erwischst ihm am Kopf, ja, und schreist aus, pss, hört dieses ganze Bündel auf. Und dann siehst du halt einfach, er lässt los, ja, und dann siehst du nur die Decke, die so, diese schwer atmende, leicht zerrissene Decke, die dann vor dir am Boden sitzt. Alles klar, ich würde dann die Decke runternehmen und sagen, und da bleibst du jetzt, und wehe, du kommst mir nochmal zu nahe. Schau dich an. Gibt es irgendwelche Kommandos oder irgendwas, was dem Vorbesitzer, also der Gulo, irgendwie gesagt hat oder so, dass ich vielleicht nachahmen könnte mit meiner Illusion? Mach mal Intelligence Move. Mhm. Einfach mal einen. Bin ich intelligent? Ja, mach nichts. Bin ich intelligent? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. 19. Du weißt, dass auf dem Schiff, auf der Kolgrüta, alle Kommandos, die er mit dem Tier gegeben hat, waren alle orkisch. Kann ich irgendeines davon vielleicht nachmachen? Mit 19, mit meiner Illusion, lasse ich das zu. Aber du hast halt keine Ahnung, was das für ein Kommando ist. Ich weiß absolut nicht. Ich will ein Kommando nehmen, das nicht im Kampf gefallen ist. Und dann mal schauen, was passiert. Okay. Irgendein Kommando, was einfach nicht in der Kampfsituation war, will ich jetzt mal mit meiner Illusion so ein bisschen die Stimme nachahmen von seinem Vorbesitzer sogar noch. Sag drei Zahlen von 1 bis 6. Drei Zahlen von 1 bis 6? Ja. 1, 3, 5. Okay. Die ungeraden Zahlen. Du, mit meiner Illusion, ihr hört plötzlich die Stimme von Gulo Guloson, die ertönt und der Hopp schaut dich an und dann schaut er in deine Richtung und dann geht er zu dir, setzt sich neben dein Bein und setzt sich hin. Okay. Und schaut recht gelangweilt. Wir haben jetzt einen sitzenden Affen. Sehr gut. Es wird dann anscheinend deine Aufgabe sein, dich darum zu kümmern. Man hört anscheinend auf dich, nicht so sehr auf mich. Und dann würde ich noch so ein bisschen den Fuß ausschütteln und den... Das war ein Versuch, aber okay. Den Fetzen wieder auf den Käfig werfen. Gut, suchen wir den Hausherrn auf. Wir Und vielleicht können wir auch ein Frühstück ergattern. Ich glaube, es würde uns gut tun nach den Strapazen der letzten Tage. In dem Moment hörst du ein richtiges lautes Gluckern. Komm, Olaf.
Wollen wir noch hier bleiben oder am Weg essen? Suchen wir den Hausherrn auf und sehen wir, was er zu sagen hat. So wie dein Ausdruck mir zeigt, glaube ich, sollen wir am Weg essen. Wir wollen so schnell wie möglich das Holz rausbekommen. Der Leif lächelt. Ganz kurz. Ein gutes Gefühl im Kopf. Ja. Er schaut dich so an. Und geht rein. Ja, ja, Treppen rauf. Ihr hört in der Küche den Pullo, der ein fröhliches Liedchen. Das hört man so aus der Küche. Ich würde mal in einem Festsaal wieder schauen, oder? Also in diesem Saal, wo wir das letzte Mal waren. Ja, dort findest du den Hausherrn tatsächlich. Alles verdunkelt, die Vorhänge sind zugezogen. Er hängt wieder ein Bein über die Armlehne drüber hängend. Einen Apfel in der Hand, den er gerade schält. Und wo er so Stücke runterbeißt. Und wenn du reinkommst, wenn du reinkommst, siehst du, vor ihm am Tisch liegt etwas. Und er sagt, guten Morgen. Wie müde sieht er aus? Sehr. Okay. Sehr müde schaut er aus. Guten Morgen. Aber trotzdem irgendwie ruggedly handsome. Also trotzdem hat er sowas. Er hat was, schurkenhaft. Witziges. Schönes an sich. Kurzer Check. Ja. Wie weit bin ich gekommen mit diesen... Ein Anfang. Es ist ein Anfang im Endeffekt. Aber wenn du reinkommst, wird dein Blick gleich nach dem, was du getan hast, am Tisch fallen. Und vor ihm am Tisch liegt etwas, das schaut... Das ist eine Holzstange. Mach einen... Nature-Wurf, bitteschön. Nature. 13. Ein Holz, Holzstange, ein Holz, das du schon mal gesehen hast? Nein. Das ist ein Holz, eine Holzart, die du nicht kennst, was für dich schon spannend ist. Es ist nicht keine lange Stange, sondern halb hoch, dick, gut zu greifen, hast du das Gefühl. Aber du siehst, wenn du näher kommst, fast bist du angezogen davon. Wenn du näher kommst, definitely. Siehst du, das hat so oben einen Aufsatz, der nicht aus demselben Holz ist, sondern aus einer Art Horn oder Knochen. Ja, das ist wie so ein krummes, wie so ein Haken schaut das oben aus und es hängt oben dran, an diesem Haken hängt noch ein Horn, das schaut aus wie so ein Signalhorn. Und das Ganze auf einem Holzschaft und du siehst aber, der ist in der Mitte ein bisschen gespalten und gebrochen. Also irgendwas ist mit dem passiert irgendwann einmal und der ist nicht mehr ganz intakt. Also der Leib geht faktisch den Branor eigentlich ignorierend zu dem Tisch hin. Ja, es liegt vor dem Branor am Tisch. Ja. Und, aber er greift ganz langsam und ganz vorsichtig mit einer offenen Handfläche auf diese gespaltene... Während du hingehst, beginnt der Branor zu reden und sagt, ich war unterwegs heute und habe... Und dann schaut er den Leif an, der ist schon weg, ist den Hirtenstab geholt. Und dann... Genau, aber ich greife nur so drauf, ich lege nur meine Handfläche drauf. Kurz... Hast du das, kennst du, weißt du, wenn jemand elektrostatisch geladen ist, irgendwas macht, ja, und du, es reißt dich kurz, aber es ist keine, es ist für dich seltsam. Schon immer hast du, ich pack zu, gefühlt einen guten Draht zu Holz gehabt. Du hast das Gefühl, dieses Holz wollte dir etwas sagen. So kommt es dir vor. Aber was auch immer es ist, es war nicht stark genug. Wenn du es nimmst... Ich habe es in der Hand. Ja. Und sag, du musst lauter sprechen. Das ist den Olaf nur so von der Eingangstür. Der Braue erhoben. Wenn ihr das seht, das ist ein Hirtenstab.
Mhm. Schaut aus wie ein Hirtenstab, eine Art Hirtenstab. Und der ist von der Höhe her und von der Machart her, wie gedacht, für einen Menschen wäre es ein bisschen klein. Ja, das, die ganze Sache. Für ein Live schaut es von der Höhe aus ziemlich perfekt. Passt ziemlich perfekt zu ihm. Und du merkst aber auch gleich, das ist fast, es tut da fast weh in der Seele. Ja, dieses Holz ist irgendwie ist das gespalten oder gebrochen in der Mitte. Du siehst jetzt nicht einmal, wo das begonnen hat, so als wäre irgendwas in das Holz rein und hätte es dort aufgebrochen. Ja, fast wie ein Medikus, schaue ich das jetzt an und versuche wirklich zu eruieren, was das für eine Art der Verletzung ist. Was das, das ist das Gefühl, irgendetwas hat dieser Holzschaft hat was blockiert und ist dabei kaputt gegangen. Vielleicht hat er einen Hieb von einer Axt oder einem Schwert oder irgendetwas abgehalten oder ein Pfeil vielleicht. Vielleicht war es ein Pfeil, der ihn gespalten hat. Wenn ich diese Gedanken bebildern würde, werdet ihr mich sehen, wie ich das so in der Hand halte und nur so. So, ich probiere so verschiedene Bewegungen aus und in meinem Kopf werde ich von einem Pfeil abgeschossen, kriege einen Schwerthieb ab und so. Aber ja. Was du auch merkst, ist, das ist keine Waffe. Mhm. Das ist nicht balanciert als Waffe in Wirklichkeit. Ja, es kann, hat in dem Fall dieser draufgesetzte Kopf, das ist irgendwie montiert oben, also das Gefühl, ist was anderes als das Holz, das ist tatsächlich eine hornartige Sache, dieser Haken, der da oben dran ist. Und das zweite Horn, das dranhängt mit einem Seil, ist ja auch ein Signalhorn. Das baumelt halt jetzt, während du das machst. All das ist sehr unbalanciert. Ist das das, was euch die ganze Nacht beschäftigt hat? Ich habe euch aus dem Anwesen verschwinden sehen. Ja, ich habe mir gedacht, ich hole es gleich, nachdem ihr es eilig habt und das Schiff rausbringen wollt. Dann, ja. Ich habe zwar gehofft, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben können, sagt er dann und schaut dich an. Mhm. Wer sagt denn, dass unsere Zeit vorbei ist? Naja, ja, schaut so zu eurem Gepäck, das ihr mit habt. Ich dachte, du kommst mit. Wohin? Das Schiff zuerst rausholen, auf die Blutfahrt, Heldensagen schreiben. Oh, es gibt vieles zu erledigen. Langeweile bekämpfen. Das Angebot ist verlockend, sagt er dann. Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen, aber ich mag nicht in den Sumpf. Aber du warst diese Nacht im Sumpf? Nein, ich war nicht im Sumpf. Wo war der Hirtenstab? Er lächelt und sagt er bei einer Freundin. Die wo wohnt? Nicht im Sumpf? Nein, sie wohnt nicht im Sumpf. Sie ist nicht mehr am Leben. Aus welchem Grund? Hat das mit dem Hirtenstab zu tun? Nein, das hat nichts mit dem Hirtenstab zu tun. Sie war alt, sie ist gestorben. Das heißt, du hast eine Grabstätte aufgesucht? Ja. Ich war Grabräuber heute in der Nacht, aber ich glaube nicht, dass Johanna etwas dagegen hätte. Live ist dieses Live. Ding. Der Live steht mittlerweile mit dem Hirtenstab, als hätte er nie einen anderen. So da und schaut dich an. Ist das Ding verwendbar? Ist es gut? Du hast das vorher inspiziert. Es ist sehr gut. Okay. Es ist verletzt, aber es ist gut. Weißt du, wie verwendet man das? Schaue ich aus wie ein Hirte? Ich weiß nicht, so siehst du aus wie jemand, der viel weiß. Er überlegt kurz, sagt, was ich mich erinnern kann, ist Johanna immer oben drauf gesessen und hat mit dem Haken den Kopf des Krummhorns dorthin gezogen, wo es hingehen sollte. Und sie hat mit ihm geredet. Wenn ich mir das jetzt imaginiere, dass man damit irgendwas rumzieht, könnte das der Grund für den... Nein. Nein. Ist das magisch?
Mach mir, würfel mal einen 20-Seiter. Würfel mal. Du hast irgendwie das Gefühl, dieses Holz war nicht immer der Schaft dieses Hirtenstabs, warum auch immer. Das ist ein sehr rätselhafter Stab. Ich mag das. Leif, Branor, ist der Stab magisch? Nein, glaube ich nicht. Soll magisch sein an einem Stab, das Tiere lenkt? Genau das. Ja. Es lenkt Tiere. Du hast es gerade gehört. Haken, Horn, ziehen. Wo das finden wir das Tier dazu? Er deutet raus. Ich habe keine Ahnung, wo die Krummhörner sich aufhalten, aber im Sumpf wahrscheinlich auch. Das Horn, sagt er dann und zeigt auf dieses Signalhorn. Damit hat sie die Krummhörner gerufen. Oder das Krummhorn. Ein Krummhorn. Ah, sie lassen sich anlocken von dem Ton. Wir könnten unser Glück versuchen auf dem Weg nach draußen und auch natürlich in die Richtung ansteuern, wo wir entweder Hilfe mit der Rune finden, obwohl du meintest, der werte Herr Hitzfeld wäre nicht so. Mit der Rune? Ja. Ja, Hitzfeld in Seegard. Da wäre ich vorsichtig. Ich meine, wenn jemand Ahnung hat, dann er, aber er ist kein sehr geselliger Mann. Vorsicht oder nicht, gesellig oder nicht, wir brauchen eine Rune, um das Schiff rauszubekommen. Was willst du für diesen Stab? Wir brauchen keine Rune, um das Schiff rauszubekommen, aber wir brauchen eine Rune, um vielleicht das Schiff irgendwann wieder fahrtüchtig zu machen, oder? Ja. Das heißt, ist die Priorität, die Rune zu bekommen oder das Schiff in den Mittensee, in den Mittsee zu bringen? Also Seegard ist weit entfernt. Ich habe mir vorgestellt, sagt der Branor, dass ihr das Schiff zum Mitsee bringt. Da wäre Mündingen ein Vorschlag. Das ist die größte Siedlung, Stadt, die es noch gibt. Dort ist eine Hafenstadt. Dort könnte man das Schiff hinbringen. Dort könntet ihr vielleicht mit Frau Schattenspiel sprechen. Das wäre eine Variante, die zu finden ist nicht leicht. Einfacher, ja, wenn ihr fragt nach dem Köhler, der kann euch weitere Informationen geben. Vielen Dank. In Wirklichkeit werdet ihr angesprochen werden, glaube ich. Er schaut so auf dich und dich. Gibt es nicht viele andere Rassen? Nein, nicht hier. Was möchtest du für diesen Stab, edler Branor? Bringt ihn mir wieder zurück. Und bringt mir Geschichten. Das schaffe ich. Hoffentlich. Nicht so wie gestern. Naja, wenn alles klappt und wir es sicher schaffen, dann, werter Branor, mach dich bereits auf ein großartiges Abenteuer. Wir werden ein Seil herablassen, da du den Sumpf nicht magst. Dann vielleicht mit der Kolgrütta vorbeifliegen und dich aufschnappen. Und dann steht in den Sternen, was passieren wird. Jetzt bringen wir mal die Kolgrütta zum Mittensee. Ich glaube nicht, dass wir es an einem Tag schaffen, die Kolgrütta wieder fahrtauglich zu machen. Ich habe von dem, was du mir gesagt hast, genau nichts mitbekommen. Ich bin mit meinem Kopf in den Himmel und sehe schon die ganzen weiter Auszweigungen dieser für dich gilt, Geschichte. Du bist ja auch so ein bisschen der Steuermann der ganzen Geschichte. Normalerweise, wenn du überlegst, vom Äthermeer ein Seil runterzulassen, hierhin, ist es ein verdammt langes Seil. Weil die Kolgrütta per se kann ja nicht fliegen bei einem Brocken. Die braucht das Äthermeer, um zu funktionieren. Das weiß der Olaf natürlich nicht. Er glaubt, das fliegt einfach da und lass das Seil runterkommen und wir gehen weiter. Und dann denkst du dir gleich weiter. Seile brauchst du auf jeden Fall, weil
die Kolkrüter muss gezogen werden. Ne? Ja, das führt jetzt alles zu Diskussionen, die der Live sicher nicht führen will. Sondern ja. Der Live nickt dem edlen Branor zu, zeigt ihm nochmal den Stab und geht raus. Ich gehe Richtung Hullo. Mhm. Ja. Ist das zu viel eurer Gastfreundschaft verlangt, ein bisschen ein Frühstück zu bekommen? Ich glaube, Hullo richtet schon was her. Oh, sehr schön. Ich nehme mal an, da wir die Küche schon gesehen haben. Ja, ist genau unter euch jetzt. Dann gehe ich genau dorthin. Mhm. Ja, da siehst du den Polo drin, der gerade Wurst und Brot und so Sachen zusammenrichtet auf einem Brett. Polo. Live. Wir brauchen viele Seile. Aha. In Schuppen unten. Dann nicke ich, drehe mich um und gehe zum Schuppen. Gut. Ja. Ich verabschiede mich noch vom guten Braunor mit dem Versprechen, mit Geschichten zurückzukehren. Und dann sammeln wir das Frühstück ein. Also falls du weitergegangen bist, ohne etwas zu sagen, Olaf wird noch weiterhin neben dem Braunor sitzen. Ich nehme dich so an der Schulter und gib dir so einen Schubs. Ich kann dich eh nicht bewegen, aber so einen Schubs mal. Ich würde dann einfach vor dir hingehen und noch immer voll verloren in diesen Schlachtengedanken sein, was da alles Glorreiches passieren wird, hoffentlich. Der Hopp geht wieder mit dir mit, gell? Er ist jetzt dort gesessen, er verlässt so den Umkreis deiner Beine nicht wirklich. Okay, schauen wir mal, wie lange das so hält. In der Küche angekommen, würde ich direkt noch zu der nicht geschnittenen Wurstende greifen und die übergeben. Deine Aufgabe jetzt. Ich nehme. Ja, er ist nicht hier. Wer? Sagt der Fulo. Ihr ist nicht hier. Doch, wer ist mit dir? Gut. In der Küche? Ja, sind wir hier. Ja, in der Küche. Ja, setz dich hin. Du findest Seile unten tatsächlich im Schuppen unterschiedlichster Machart und unterschiedlichsten Stärkegrad und Haltbarkeitsgrad. Hast du das Gefühl? Alles, was gefunden wurde in der Umgebung an Seilen, ist dort aufgewickelt und liegt herum. Im Endeffekt, ich fange ansatzlos an. Ich zahle alles aus diesem Schuppen raus, was an Seilen ist. Ich fange an, sie nach Stärkegrad und Länge in der Wiese aufzulegen. Viel Zeit. Hast du und fang dann an, praktisch in Gedanken die Kohlkrüter abzugehen, damit ich weiß, wie breit die ist, wie lang ist die. Und mein Ziel ist es, eine Art Netz zu machen, weil ich ja weiß, wo sind Teile, die rausstehen. Dort fange ich dann an, Schlaufen zu knoten und so weiter, damit man wirklich ein Geschirr, ich mache jetzt aus dem Geschirr. Kopf ein Geschirr, das man dann nur noch einhängen muss. Weißt du was, da lasse ich den Live gar nicht mal würfeln drauf, das macht er einfach. Ich möchte noch versuchen, ob ich unserem neuen Weggefährten ein bisschen Tischmanieren beibringen kann. Nein. Also kannst versuchen, aber ja. Du kannst es beim Hopp probieren. Ja. Genau das meinte ich ja. Also. Ja, der Hopp ist mein Wohl. Du hast das Gefühl, der Hopp ist auch kein ein eher semi-domestiziertes Tier. Toll. Ja, also. Du merkst auch dann so nach einiger Zeit, er verliert das Interesse jetzt. Er geht so gelangweilt neben dir her. Und manchmal dauert es schon ein bisschen, bis er dann aufsteht und mitgeht und sich dann wieder hinsetzt. Und dann legt er sich schon hin und dann schaut er dich an. Du hast das Gefühl, es wird gerade abgeschätzt. Ja, wer ist jetzt besser? Ja, eigentlich, warum mache ich das eigentlich, hast du das Gefühl manchmal. Mit was hat er sich denn am Schiff beschäftigt? Mit dem Gulo-Song. Und Essen. Die zwei Dinge. Okay. Kampf, Gulosom und Essen. Die drei Dinge. Olaf? Ja? Ich glaube, du musst ab und zu mal mit Hopp ein bisschen rangeln. Ja.
Du hast gesehen, was daraus rauskam. Außer mir, glaube ich, deinen dünnen Armen könnte so ein wenig Gerangel mit dem Tier gut tun. Du hast gesehen, was er mit deinem Bein gemacht hat. War nichts. War nur ein bisschen Lederknirschen. Und wird dann so unauffällig ein bisschen den Fuß reiben. Okay, ich packe mal genug Essen für Hopp ein noch. Wie viel packst du denn da ein? Wie viel hat er denn jetzt gegessen? Was hast du ihm gegeben? Das so eine halbe, das ganze Wurst-Dings. Sieht aus, als hätte er noch immer Hunger. Ja. Schwer zu sagen, aber ja. Er hat nicht den Anstand gemacht, irgendwas überzulassen. Okay, ich überlasse es Pullo. Pullo, kannst du mir Dinge für Hopp einpacken, damit er genug zu essen hat? Ja. Ich nehme ein Käse, ein Fleisch, ein Knochen und ich habe ein paar Beeren. Er leert alles Mögliche in so einen Jukesack ein. Und diesen Sack gebe ich Olaf. Gut. Und ich packe dann noch so Frühstückszeug, so fertig belegte Brote für unseren Holzmeister ein. Ja, wenn ihr runterkommt, seht ihr, er ist schwer beschäftigt. Du hast alles Mögliche mit. Der Pullo ist noch mit runtergegangen zum begleitet euch noch den Weg runter. Ihr seht auch, er wirft irgendwas in diesen Teich rein und dann schwimmen irgendwelche Fische und beginnen das zu essen, was er da reinwirft. Fische, schöne Fische, sagt er dann und wirft die Geschichten rein. Nimm gleich nach Franz und die Marie, sagt er dann und gibt den Fischen Namen, während ihr runtergeht. Ja, und unten seht ihr ein Sammelsurium an Seilen. Der Live springt immer wieder so zwischen so geknoteten Dings, springt immer wie so hier, knotet wieder irgendwas und so weiter. Wenn ich das Gefühl habe, dass er jetzt gerade nicht direkt beim Springen ist, sondern mal einen Stopp gemacht hat, rufe ich dann zu, Live, ich habe Frühstück für dich. Er schrickt ein bisschen, was willst du denn rausholen irgendwo? Frühstück! Er deutet auf den Boden, auf die Seile. Brauchst du Hilfe? Hupft er weiter. Nein! Wen brauchst du noch? Ich weiß nicht, wie weit bin ich da? Ja, ein bisschen wirst du noch brauchen. Aber es ist nichts Dramatisches. Er macht so eine Handbewegung und dann merkst du aber, wie er praktisch, gut, während er dich anschaut, schon wieder weggezogen wird. Und was euch klar ist und auch dir klar ist, diese vielen Seile, diese Hanfseile, diese vielen, vielen Meter, das wird ein ziemliches Gewicht haben, das Netz. Es wird nicht einfach sein, das zu tragen. Ja, aber es wird gemacht werden und es wird da sein und es wird schwer sein, dieses Netz. Aber es hilft nichts. Es muss getragen werden. Ist es tragbar? Ja, oder? Also zu zweit, ihr zwei, den Sack mit Fressen für den Gulo, das Seil und den eigenen Rucksack mit all den Dingen, da erwarte ich mir durchaus einen Stärke-Athletik-Wurf von euch zweien. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, es so zusammenzulegen, dass es eine Länge hat, wo ich vorne und der Olaf hinten gehen können und wir irgendwie so uns das so um den Hals legen können, dass es zwischen uns irgendwie so hängt und dass man sich dann anhalten oder es fixieren kann. Ja. Es wird zu zweit wie eine Schildkröte dann gehen können. Ja. Aber bevor wir losgehen, zwinge ich den Live noch, sein Frühstück zu essen, weil er ist in seiner Zone und du isst. Live, iss. Ja. Dann können wir los. Ich glaube, der Live wird erst zu essen anfangen, wenn das fertig geknotet ist. Irgendwann. Ja, wenn es fertig geknotet ist, aber bevor wir losgehen, zwinge ich dich noch zu essen, ob du willst oder nicht. Dann isst er mit gutem Appetit. Aber der Blick ist auf dieses Ding gerichtet und man sieht, wie die Augen während der kaut immer wieder so hin und her fahren. Und das ist okay. Das heißt, wir transportieren jetzt das Seil zur Kolkrutta oder suchen wir zuerst das Tier? Wir sollten probieren, das Tier zu rufen, oder? Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Ich würde vorschlagen, dass wir das Tier rufen, bevor wir das Geschirr auf die Kohlgrüter anlegen. Dann könnten wir auch das Geschirr vom Tier tragen lassen. Aber wir müssen sowieso mal hinaus. Wir wissen nicht mal, ob dieser Hirtenstab funktioniert.
Sollten wir das nicht vorher versuchen? Ihr hört die Stimme von Branor, der steht denn auch bei euch. Der hat einen Umhang mit einer schweren Umhang mit Kapuze und steht so da und man sieht so, seine Augen sind so ein bisschen auf Halbmast. Und sagt, und ihr wisst überhaupt nicht, wo Mündingen ist, oder? Nein. Kommst du mit uns mit? Nein. Ich komme nicht mit, aber der beste Weg wird sein, also ihr wart bei Rabenhorst beim Turm, geht ein Stück südwestlich. Ich habe keine Ahnung, wo euer Schiff ist, aber wenn ihr südwestlich geht, kommt ihr irgendwann mal an einen ehemaligen Fluss und den müsstet ihr erkennen. Dort könnt ihr nicht mehr weitergehen. Es ist noch immer alles brackig und sumpfig, aber es sieht mehr so wie ein Mangrovengebiet aus. Und dem folgt ihr in den Süden. Vielleicht kann euer Schiff da drin sogar schwimmen, wenn es noch schwimmtauglich ist. Dort müsst ihr es hinbringen. Und eben dort, das mündet in Mündingen. Dieser Fluss mündete in Mündingen, deswegen der Name. Aber ja, ihr, so findet ihr die Stadt. Das Schiff ist nicht so beschädigt, dass es nicht schwimmen würde, oder? Du hast das Gefühl, im Wasser schwimmen, ja. Ja. Ja, das ist möglich. Die Kohlgrüter kann noch schwimmen. Ich habe eine Runde um das Schiff gemacht und keine Beschädigungen festgestellt. Trotz unserer Bruchlandung? Ja. Gute Arbeit. Es ist die Kohlgrüter. Merkst du richtig gerne. Schritt zurück. Gut. Dann denke ich mal, brechen wir auf. Branor, man dankt für Speis und Trank, für die Nächtigung. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Das hoffe ich auch. Und dann würde er so in die Hand spucken. Er klopft auf die Schulter. gute Reise. Ich bin gespannt, welche Geschichten ihr erzählen werdet. Und dann schaut er dich an und sagt, lass mir Köhler Bruno grüßen in Mündingen. Und vielleicht die Ohren verdecken, dann zu dir. Könnte helfen. Er nickt. Ich verspreche, dass ich die Holzarbeiten in eurem Saal fertig machen werde, edler Branor. In Ordnung, sagt er dann. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Ich würde gerade so einen Schritt machen und bei der Hälfte stehen bleiben, in der Luft noch, und mich umdrehen, absetzen. Wo sind denn solche Tiere zuletzt gesehen? Sind die auf dem Weg zu diesem Fluss? Können wir solche Tiere auf dem Weg zum Fluss finden? Hast du irgendwo zuletzt solche Tiere gesehen? Ich? Dann würde ich ihn voll hämmern mitfragen. Ich habe keine, kommen wir schon lange nicht mehr gesehen, aber geben tut es sie. Pulo, du hast immer wieder welche gesehen. Ja, ich habe mal die Spuren von einem Krummhorn gesehen, aber ich habe schon lange keines mehr wirklich gesehen. Man hört sie. Sagt er dann. Wie klingen sie? Kann aber auch die Blutsau gewesen sein. Dann schaut er so. Ein bisschen ängstlich. Branor? Blutsau? Blutsau, ja, Blutsau, sagt er dann. Die soll es auch geben in den Wäldern. Ein riesiges Wildschwein. Aber es kann auch eine Geschichte sein. Apropos Geschichten, was hat das mit den... Und dann würde ich so zwinkern und den Fingern zeigen. Ihr habt dieses Ding gesehen. Branor, schaut euch an. Was? Welche Dinge? Die Stimme hatte von Hilda. Wer ist Hilda? Hilda war unsere... Eine gute Freundin von uns. Hoffentlich ist. Gefährtin. Ein Monster, eine Kreatur hat wie sie geklungen und wie sie ausgesehen, aber dann nicht mehr. Ein Gestaltwandler, sagt er. Gewöhnlich hier in der Gegend? Das solltet ihr mit dem Köhler reden.
in Mündingen. Bruno. Der Köhler Bruno ist eine Art Titel. Die Köhler ist eine... Die Köhler sind Söldner, tun nicht Gute, aber sind gut verbunden mit allen möglichen Dingen. Vielleicht könnt ihr sogar einen Handel machen. Schaut dich wieder an. Aber wir benötigen keine Kohle. Ja, das hat mit Kohle auch nichts mehr zu tun. So. Gut. Dann nochmal. Danke. Er schaut dich an, klopft auf die Schulter. Sagt, so, dann gehe ich schlafen und ich wünsche euch viel Erfolg. Und ich erwarte mir Arbeit beim Holz, Geschichten. Eine Blutfahrt. Gut. Die Hand, danke. Ja. Und dann drehe ich mich um und beim Gehen lasse ich es mir nicht nehmen, ein Liedchen zu trällern, damit er sieht, dass das ich kein ganz unfähiges Kandidat bin. Na bitte, träller doch ein Lied. Lass uns sehen. Bitte. Okay, 16. 16, ja. Ah, ja, ja. Eine schöne Weise erschallt aus deinem Munde. Und du siehst im Umdrehen, wie er schmunzelt und nickt. Ja, ist es ein typisches Lied aus Nyr-Alfheim oder was du singst? Ja, eine Weise. Mhm. Du siehst, wie er im Weggehen beginnt, deine Melodie mit zu pfeifen. Als würde er es kennen oder als würde er es schnell gelernt haben? Ja. Die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja, entweder oder. Das liebe ich auf Oder-Fragen, ja. Und so begebt ihr euch den Weg zurück, woher gekommen seid. Schon bald wird aus dem Hügelland eine sumpfige, matschig-morastige Angelegenheit. Und immer wieder fällt dein Blick auf dieses Horn, dieses Signalhorn. Ist es mir möglich, ungefähr abzuschätzen, wann wir die Hälfte des Weges erreicht haben? Mach mir einen Survival-Check. Den könnt ihr mir alle machen, bitte schön. Alles klar. Brauchst du von uns noch den Stärke-Check? Wave. Also 12 Survival? Ja. 8. Eine 14 für 14. Survival. Ja. Und die Stärke? Und jetzt den Athletics-Wurf, ja, bitteschön. Stärke. Athletics ist voraus, also du ihr zwei. Du gehst voraus, du zuerst. 10. 10? Ja, ja. Eine 7. Ja. Das wäre der Stolz des Olaf. Du hast irgendwann das Gefühl, das Seil wird schwerer und schwerer, bis du mitkriegst, du schleifst eigentlich den Olaf hinten nach, der immer wieder mal mit einem Stiefel im Sumpf stecken bleibend, dort und da. Und für dich wird das eine unendliche Qual. Das schwere Seil, der schwere Sack, dein Sack, das Tragen. Aber ihr habt das Gefühl, die Richtung stimmt, aber voran geht's unendlich schlepp. Also wenn ich das merke, ja, ich beginne zu spüren, dass das Geschirr jetzt auch in dem vermaledeiten Wasser, drehe ich mich um. Also ich bleib stehen und dann drehe ich mich praktisch in meinem Kopfloch vom Dings um. Und schau dich an und du zweimal so anrucken. Aber es ist nicht das Gefühl, dass es keine aggressive Handlung, sondern es ist, ich möchte dich aufmerksam machen und ruck praktisch an dem Seil. Pat, pat an. Olaf, du musst ordentlich gehen. Und ich zeig auf zwei Seilstücke, die tropfen. Ja, zieh gerade einen Schuh raus. Wenn der Boden ordentlich wäre, wäre das ordentlich gehen vielleicht auch einfacher. Und versuche mich einfach auf die Gegebenheit auszureden, dass ich etwas tollpatschig hinter dir her... Er schnauft stark.
Der Leib schaut dich an. Und dann wandert der Blick so. So rüber. So, jetzt taxiert er dich. Ich kann helfen. Ja, vielleicht ein helfendes Liedchen könnte motivieren, da etwas schneller voranzukommen. Ja, das kann ich machen, das kann ich machen. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass du stark genug bist, um das zu tragen. Du kannst gerne diesen Sack nehmen und deiner Last hinzufügen, aber ich wollte so gut sein. Gut. Alles klar, okay. Ich stimme ein erbauendes Liedchen an, um den Olaf vielleicht wieder zu Kräften kommen zu lassen. So sieht man euch hineinwandern. Der Sumpf verschluckt euch mehr und mehr. Und das Liedchen von dir, das Schnaufen von Olaf und das methodische Gehen von Leif begleitet uns ins nächste Mal. Dankeschön.